Dann erzähle ich euch noch eine Geschichte. Vor 2000 Jahren lebte in einem kleinen keltischen Dorf ein junges Mädchen. Ihr Name war Eileen. Und Eileen war zum allerersten Mal in ihrem Leben verliebt. Oh, wie schön die Liebe ist. Mein Herz klopft wie verrückt und in meinem Bauch leben 1000 bunte Schmetterlinge. Und heute Abend werde ich ihn wiedersehen, meinen geliebten Ron. Und Eileen hatte Glück, denn Ron liebte auch Eileen. Und Ron war nicht irgendein junger Mann, sondern ein großer Krieger, der schon in jungen Jahren reiche Beute für das Dorf mit nach Hause brachte. Und eigentlich könnte unsere Geschichte jetzt aufhören. Ron liebt Eileen, die beiden heiraten und leben glücklich bis an ihr Lebensende. Aber Ron hat einen besten Freund. Der heißt George. Und George ist ganz anders als Ron. Er hält nichts vom Kriegerhandwerk, sondern liebt die Natur und die Arbeit auf seinem Bauernhof. Die drei verbringen nun viel Zeit miteinander und es kommt, wie es kommen muss. Eileen verliebt sich in George und George liebt Eileen. Oh, wer hätte das für möglich gehalten? Mein Herz, es wird immer weiter. Die ganze Welt scheint darin Platz zu haben. Ron und George, oh, es ist so wunderschön. Und die Zeit zu dritt ist mir die liebste. Ron und George sehen das aber ganz anders. George, geh mir aus dem Weg. Ich war der Erste mit Eileen. Was willst du überhaupt von ihr? Du kannst dir nichts bieten. Soll sie den ganzen Tag auf den Feldern jäten? Bei mir hätte sie ein Auskommen. Ich bringe immer reiche Beute mit nach Hause. Sie bräuchte gar nicht zu arbeiten. Also, Ron, das sehe ich aber ganz anders. Du mit deinen Raubzügen. Wahrscheinlich wirst du eines Tages nicht mehr nach Hause kommen und tot bleiben. Und dann ist Eileen allein. Bei mir hat sie immer gut zu essen. Die Arbeit ist hart, aber schön. So ging es Monate und Jahre, bis sich schließlich der Ältestenrat des Dorfes einschaltete. Eileen, Kind, so kann das nicht weitergehen. Du musst dich entscheiden für einen von den beiden. Das bringt zu viel Unruhe ins Dorf. Ja, aber ich kann mich nicht für einen entscheiden. Ich liebe sie beide und ich genieße die Zeit zu dritt. Es ist so schön. Ach, Pappelapapp, das ist wieder natürlich. Einer wird in deinem Herzen schon den größeren Platz einnehmen. Und das wollen wir morgen früh wissen. Eileen wusste, dass sie sich nicht gegen den Ältestenrat auflehnen kann. Also bestellte sie die zwei Männer unter die Linde auf dem Dorfplatz. Ihr wisst, dass ich euch beide liebe. Eigentlich will ich euch beide, aber der Ältestenrat, der hat gesagt, ich muss mich entscheiden und deswegen muss ich das jetzt auch tun. Und ich habe mir überlegt, wer mir morgen früh das schönste Geschenk bringt, den will ich zum Manne nehmen. Ron frohlockte. Ha, jetzt habe ich sie gewonnen. Sie ist mein. Ich brauche doch nur in meine Truhe mit Beutestücken zu langen und das schönste Stück herauszugreifen. George hat nichts, vielleicht ein paar Weizenkörner. Und George sitzt traurig unter der Linde. Er weiß, dass er verloren hat. Und als die Tränen aufsteigen, klettert er auf den Baum, damit die Menschen im Dorf seine Tränen nicht sehen. In Gedanken verloren nimmt er sein Messer und schnitzt aus jedem Blatt ein Herz. Über der Arbeit schläft er schließlich auf dem Baum ein. Am nächsten Morgen kommt Ron mit einem goldenen Amulett über und über mit Rubinen und Saphiren besetzt. Oh, so ein schönes Geschenk, Ron. Vielen Dank. Aber wir wollen George auch noch eine Chance geben. Doch George kommt nicht. Eileen geht ihn schließlich suchen. Auf seinem Hof findet sie ihn nicht und auch nicht auf den Feldern.
Also geht sie auf den Dorfplatz. Oh, was ist das? Die ganze Linde über und über mit Herzen besät. So wunderschön, bis in die Baumkrone, überall Herzen. In dem Moment, wo sie staunend dort steht, klettert George von dem Baum. George, hast du das gemacht? Ja, in Gedanken an dich und weil ich dich doch jetzt verloren habe, habe ich all diese Herzen geschnitzt. Da fällt ihm Aline um den Hals und sagt, nein, das ist das schönste Geschenk. Nun heiraten die beiden und Ron zieht in ein anderes Dorf, weil er die Schmach des Verlustes nicht überstehen kann. Doch Ron und Aline werden niemals glücklich. Abend für Abend sitzen sie, vielleicht sogar noch heute, unter dem Lindenbaum und warten auf ihren besten Freund und Geliebten Ron. Und noch heute erinnern uns die Blätter in Herzform des Lindenblütenbaumes daran, dass die Liebe zu zweit manchmal einfach zu wenig ist.